Moin Leute, Trimax hier. Es ist das große Finale vom Charity Clash of Clans Projekt von Clashathon, direkt von Supercell. 50.000 Euro für einen guten Zweck. 50 Clans machen mit, irgendwie aus ganz Europa. Wir waren die ganze Zeit mit Abstand Erster. Erstmal Riesenrespekt an alle einzelnen Clan-Mitglieder, die so heftig gepusht haben. Teilweise von 0 Trophäen, alle super weit oben. Sowohl Heimatdorf als auch Bauarbeiterbasis zählt zusammen. Ich hatte keine Zeit zu pushen, wir sind von New York wiedergekommen, hatten den 48-Stunden-Stream und. Ganz viel Stuff. Ich muss jetzt pushen, die Franzosen sind direkt hinter uns. Wir können 20.000 Euro gewinnen für einen guten Zweck, wo wir hinspenden wollen. Deswegen geben wir jetzt direkt Gas. Mit welchem Angriff? Soll ich sogar Angriff canceln? Ich glaube, ich möchte hier mit normalen Drachen pushen. Das soll mein Angriff werden. Nachtdorf ist besser. Nachtdorf geht schneller. Echt, geht Nachtdorf schneller? Übel Stress. 1,5 Stunden nur Zeit. Ich wollte hier mal eigentlich ganz entspannt einen Abend mit meiner Freundin machen. Einmal schreiben mir alle, ey, die Franzosen sind direkt an unseren Fersen. Die haben gechillt bis zum Ende und haben dann nochmal irgendwie Vollgas gegeben. Du musst onkommen, du musst pushen. Der Freeze Spell macht Spaß. Sind schon mächtige Helden. Der Angriff ist halt echt Max, ne? Alter, eine Level 40 Gladiatorin. Hat schon echt einen fetten Bums drauf. Gut getimt ist, gezündet. Alter, Max. Hey, was geht? Max, Alter. Ja, wie nichts, aus? Mann. Junge, ich grinde mir die Birne hier wund. Sauber. Ich kann nicht mehr. Echt so doll? Wie dicht sind die unter den Fersen? Wieso haben die 2 Wochen gechillt und machen jetzt am Ende so Vollgas? Also letzter Stand laut Tabelle, ich bin ja jetzt voll online, ich weiß alles. Letzter Alter, Stand von vor 2 Tagen war, wir waren nur 60.000 Trophäen im Vorsprung noch. Und seit 2 Tagen wissen wir nicht, ob die uns überholt haben, ob die hinter uns sind und. 43 von 50 Leuten online, wie geil. Ja, weil, ja, ist egal. Du musst auf jeden Fall Builderbase rein. Nicht Tagdorf, nichts machen. Du musst in die Builderbase. Und da rein raus. Canceln? Ja, die ganze Zeit. Climbe ich so überhaupt? Guck mal, pass mal auf, ich erkläre dir das jetzt auch. Also guck mal, du greifst an und ja? Ich bin jetzt so gesehen im Dauerloop, ich bin bei 1400 Trophäen, also zwischen 1400 und 1700 schwank ja? Ich die ganze Zeit. Jeder Angriff ja? Bei mir, den ich forcequitte, gibt mir 18 Trophäen. Jeder. Das, ja? Was dir abgezogen wird, zählt gar nicht mehr dazu. Das heißt, im Hintergrund zählt ja Supercell nur die, die du bekommst, nicht die abgezogen. Nein! Doch, deswegen sei... Nein, ich sag, wenn du bei 300 Trophäen startest, am Ende bist du bei 900, dann hast du 600 plus gemacht. Das, was du bekommst, da kannst du dich ja immer wieder droppen lassen und immer wieder hochgehen. Nein, du musst dich nicht droppen lassen, du bist in einem Loop irgendwann. Ich komme nicht höher als 1,7 und ich dropp nicht tiefer als 1,4. Ja, aber dann kriegst du immer wieder pro Angriff 18 Trophäen und verlierst 18 Trophäen. Ja, das ist aber scheißegal. Nach meiner Rechnung bist du bei 0, aber die 18 werden jedes Mal dazugerechnet. Ja, da weiß ich auch erst seit vorgestern und seit gestern mache ich nichts anderes den ganzen Tag, als hier drin zu sitzen. Kann man irgendwo sehen, wie viele Trophäen du dazu geholt hast? Nein, da muss einer im Clan hat eine Liste gemacht, ja. Also heute habe ich, glaube ich, an die 1600 Angriffe erfolgreich gemacht, Bauarbeiter. 1600. Ey, dann hast du, Schwanz, ja böse Mauern gegrindet. Jetzt ja. Oh, okay, das ist natürlich krass. Du musst ja richtig Mauern geboostet haben. Ja, okay, also ganz viele 6, ich glaube erst... Weil nicht, 10 auf 10, glaube ich. Einige Leute haben 3000 Angriffe am Tag gemacht. Ja. Heilige Scheiße, die sind geil. Das ist krank. Unfaire Strategie. Wir haben damit nicht angefangen. Nee. So, pass mal auf. Ich sag dir einfach, der zweite Clan, Stand von vor 2 Tagen, hat 1,68 Millionen Trophäen geholt und wir haben 1,6 Millionen Trophäen geholt. 1,6 halt liegen hinten, nein. Nein. 60.000 von vor 2 Tagen sind wir vorne. Okay. Was in den 2 Tagen jetzt passiert ist, wie krank die noch gegrindet haben, weiß keiner. Aber ich denke mal, weil die halt gesehen haben, die kamen jetzt mit einem Tag so schnell nach oben, dass die richtig reingehauen haben. Die haben auch, der eine hat auch ein Video gemacht, wie die das machen und. Ist das krank. Das heißt, wir machen jetzt gerade mit 50 Leuten diese Angriff-Cancel-Taktik. Ja. Hier schreibt einer, Servus, falls du einen professionellen Discord haben möchtest, hier bin ich. Ich erstelle seit über 4 Jahren für Streamer professionelle Discords komplett kostenlos. Bei Interesse bitte melden, würde das gerne übernehmen. Dann haben ihn alle weggeflamed, weil ich habe ja den größten Discord-Server Europas. Ja. Dass er sich mal verpissen soll. Unser okay. Discord-Server ist so erfolgreich, also das, ich hatte damit nichts zu tun, das machen die Mods, vielen, vielen Dank an die Mods, dass sogar die Entwickler von Discord Kontakt zu ihnen aufgenommen haben und viele Fragen gestellt haben. Und die haben noch selber Sachen dazu programmiert und so einen Scheiß. Also wirklich, was die hier machen, ist heftig. Discord weiß selber nicht, wie gut das die Mods machen. Ja, an der Stelle einmal danke. Ja, ich weiß auch nicht, Golem ist ja unglaublich, wird ja unglaublich scheiße, Golem, Hexe, Earthquake, sobald die Streukatapulte dazukommen.
Ja. Ist, glaube ich, einer der beschissensten Angriffe auf Rathaus 14 und 15. Davor ist geil, danach ist komplett scheiße. Golem muss ich wegmachen. Ich habe mal mit Elektrodrachen gekämpft und auch mal mit Titan. Aber ich will was Neues. Und ganz früher, als ich jeden Tag gegrindet habe, das, was ich jetzt mit dir gerade mache, hatte ich früher mit 16, 17, 18 mit einem Kollegen. Wir haben uns nach der Schule getroffen und haben 6 Stunden zusammen geboostet. Auch am Wochenende und so. Einfach bei sich im Keller gehauen, Filme geguckt, Serien geguckt und einfach 6 Stunden geboostet. Das war geil. Da habe ich mit Drachen angegriffen. Und da war aber das höchste, das ist jetzt cool, da war das höchste Rathaus 8 und da kam gerade Rathaus 9 raus. Weißt du? Ja. Das war witzig. Geil. Da war ich Queen Walk, da konnten die Highlight noch irgendwie doppelte Reichweite oder konnten doppelt so viel heilen oder ganz dummer. Lol, der ist maxed. Lol! Nee, doch nicht. Und das war witzig. Und ich wollte jetzt noch mal wieder Drachen können. Ja, ich bin froh, wenn ich von Drachen weg bin. Ich will mal irgendwas Gescheites spielen. Was ist der Sinn der Challenge? Wer mehr Trophäen gewinnt in 2 Wochen? Wir waren so mit Abstand Erster, dass ich gar nicht... Ich wollte heute nicht streamen. Digga, ich habe heute Morgen auf fucking Hölzern im Wald geschlafen, in einem ultimativen Unwetter. Habe 60 Stunden nichts gegessen. Habe den Durchfall meines Lebens. Ich weiß nicht, wovon. Entweder noch aus Amerika oder weil wir auch das Wasser, was wir da getrunken haben, vielleicht nicht perfekt abgekocht war. Ich weiß es nicht. Wollte mir einen richtig schönen Abend einfach mit meiner Freundin machen. Und jetzt komme ich hier nochmal live und cancel die ganze Zeit meine Angriffe. Ja, muss schon sagen, ich habe dich dazu getrieben. Du hast das gelesen und dachtest so, ich muss. Ja, ich weiß. Warte, wichtig auch noch. Nehmt ihr irgendwie so was mit, was jetzt hier... da sind ja viele Tiere, so Bären und so. Nehmt ihr irgendwas zum Schutz dafür oder sagt ihr einfach Wir kriegen Bärenspray mit. Okay. Aber Bärenspray geht ja auch gegen Puma. Ich glaube, Bären wird nicht so das Problem sein. Die machen oft so Scheinangriffe und wollen gar nicht angreifen. Es kommt nicht so oft zu Bärenangriffe. Auch nicht zu der Jahreszeit. Es ist Lachswanderung, die sind satt. Einzige, was passieren kann, wenn wir irgendwie nach Holz oder Bären suchen, durch den Wald laufen und einen schlafenden Bären wecken, der greift uns an. Der will uns dann richtig verletzen. Das ist ja auch gerade Andreas Keeling passiert. Wecken wir einen schlafenden Bären, haben wir richtig ein Problem. Da kannst du auch sterben. Davor hab ich Schiss. Aber auch so ein Elch greift einfach mal an. Die sind irgendwie 3 Meter hoch oder das sind ja gefühlt Dinosaurier. Pumas sind unglaublich aggressiv. Die können dann auch total töten. Vielfraße sind unglaublich aggressiv. Dann sind da richtig giftige so Schlangen, wo du nach einer Stunde ohne Gegengift tot bist. Ich weiß nicht, ob so schnell ein Rettungsteam kommen kann. Und dann sind da, glaube ich, auch in einigen Teilen, ich glaube weiter im Süden, auch die schwarze Witwe. So Spinnen, die geht in deinen Schuh rein nachts, weil das da schön warm und feucht ist. Du machst am nächsten Tag deinen Fuß rein, beißt dich durch die Socke und da kannst du halt auch sterben. Das ist schon alles scheiße. Das einmal. Ich habe schon gesagt, ich würde sogar, damit ich die 14 Tage schaffe, einen kleinen Finger opfern. Ja, okay. Ich habe übertrieben Bock. Okay, ja, gut. Darf ich fragen, welches Parfum du benutzt? Oh, das ist ganz toll. Ich habe ein Parfum, das ist leider auch teuer. Ich glaube, es kostet über 200 Euro die Flasche, aber die Flasche ist auch relativ groß. Das ist einfach der beste Geruch auf dem Planeten Erde. Das ist so ein bisschen, das ist fast schon magisch. Ist jetzt kein Placement hier, Leute. Aber als ich das gerochen habe, ich wusste nicht, dass es überhaupt so ein geiles Parfum gibt. Das ist so 1000%ig mein Geschmack. Ich rieche ständig einfach nur an der Flasche. Ich bin schnüffelsüchtig nach dem Ding geworden. Selbst wenn ich den ganzen Tag alleine zu Hause bin und mich niemand riecht, trage ich mir das trotzdem auf, damit ich es rieche. Wie heißt das? Scheiße. Ich glaube, es ist nicht so Mainstream. Ach, scheiße, ich weiß nicht, wie das heißt. Ach, Mann. Soll ich es holen und gucken, wie es heißt? Ja, musst du jetzt. Muss angreifen. So redet Bixbin auch über seinen Maggi. Sehr guter Call. Ist aber auch teuer, also holt euch kein Parfüm für 200 Euro. Das tut jedes Mal weh. Penhaligon und dann Apostroph S, also Penhaligons. Ich hab nicht mal Parfüm, ey. Das ist wirklich wow. Aber ist auch viel zu teuer, also wenn ihr das jetzt nur holen wollt, weil ich das feiere, macht's nicht. Ein Parfüm für 230 Euro ist dumm. Das kostet 2200 Euro pro Liter. Nein, das könnte sein, oder? Ja gut, aber man kauft sich auch keinen Liter. Mir hat echt mal Marc Gebauer 4 Dinger geschenkt, die auch echt teuer waren. Der hat auch so geile Stories dahinter, die kann man da auch so geil verkaufen. Der hat mir so eins genommen, der hieß irgendwie Ruths Schwert. Nordische Saga oder so. Ruths? Kennt man Ruths Holzschwert? Keine Ahnung, der hat irgendein Holzschwert, was ultra OP war. Und das roch einfach unfassbar kräftig nach Holz. Es roch sehr interessant. Ich würde doch nicht mal sagen, dass es gut riecht, aber es riecht unglaublich einzigartig. Rudis Holzschwert ist römisch, guck sowas. Und dann hat er gesagt, das ist Rudis Holzschwert, das trägst du nur bei Wettkämpfen, wo es um alles geht, so bei sowas wie bei Teammates oder beim Boxkampf oder bei einem wichtigen Fußballspiel. Da trägst du dir Rudis Schwert auf. Ja, okay. Weißt du, ist so, weil's Rudis Schwert ist, weil das für die Gladiatoren gemacht ist, sowas, weißt du? Ja, und dann sagst du, ja, geil, okay, geil. Ja. Und dann mache ich das auch. Wenn ich wichtiges Wetter habe, baller ich mir Rudis Schwert drauf. Das riecht komplett nach Baumrinde. Ja. Aber nach unglaublich teurer Baumrinde. Nach einzigartiger, teurer Baumrinde. Ich könnte das niemals daily tragen. Wenn ich das einmal getragen habe, habe ich danach auch die Schnauze voll für 2 Monate. Ich könnte jetzt aber auch nicht in den Laden gehen
und irgendwie 8 Parfums kaufen für 2100 Euro. Das geht nicht. Das war sehr witzig. Ihr kennt ja alle Alex, unser 7er beim SSV. Ich habe früher mit 14 nur dieses billige, wo so ein Tiger mit Strassstein ist. Ed Hardy. Boah. Ed Hardy Parfüm getragen. Boah, ganz schlimm, so ein diese billiges Marke. Ed Hardy Parfüm mit 14, 15. Boah. Das habe ich seit über 10 Jahren nicht gerochen. Und er hat mir das einfach zum Geburtstag geschenkt. Ich konnte es nicht fassen. Ich wusste gar nicht, dass es das noch gibt. Da ist auch dieser scheiß Tiger drauf. Boah. Mit diesem Strassstein und dem ganzen Scheiß. So geil. So ein Scheißding. Aber so geil, dass er sich daran erinnert hat. Deswegen, boah. das war auf aber jeden Fall ist geiles Ed Hardy Geschenk. Nicht mittlerweile einfach so. So, ja, da belächelt man doch mehr, oder war nicht mittlerweile? Scheiße, ist aber, glaube ich, gerade am Wiederkommen. Game hat sich aufgehört. 2 Minuten vor dem Finale, so ein Scheiß. Wow. Hat sich echt das Game aufgehört? Das ist schwach jetzt, ne? Das ist schwach. Für noch 1 Minute. 200 Euro Parfüm, aber nicht mal Geld für ein neues Tablet, oder was? Geht ja nicht, die gehen alle nicht. Das ist mein 2017er Tablet, weil kein Tablet klarkommt mit der Elgato. Da macht. Boah, Max, Mann, du bist noch voll 2005, ich schwöre. Mit der Technik, du hängst so hinterher. Was hast du denn? Junge, ich hab Air-Server. Air-Server! Du spielst mal dein WLAN. Hä? Hey, Leute, meine Bild. Leute, ich bin Sebo. Ist tausendmal besser als deine. Ich bin Sebo und ich hab ein 2-PC-Setup, aber beide PCs sind von mir nicht mit LAN verbunden, sondern mit WLAN. Ich streame über WLAN. Also PC ist über Elgato. Ich habe so einen kleinen Antennenadapter, den tue ich jetzt mal mit PC dran, dann kriege ich WLAN-Signal. Ist nur ein Drittel wie mit LAN, aber das ist geil. Nee, 2023. Nur dein Handy. Sauber, ich habe es geschafft. Alles neu gestartet. Es ist 0 Uhr, wir haben es geschafft. Ja, ich mache noch eine Minute länger, falls es zählt. Eine Minute noch, vielleicht zählt das noch. So, jetzt ist es zu Ende, jetzt Arschlecken, ey. Fertig? So. Erstmal ein fettes Danke an alle, die dabei waren. Erstmal ein richtig fettes Danke. Nein, erstmal ein riesen Props an alle, die so Gas gegeben haben. 15.000 Trophäen hat der eine gemacht. Der muss ja Milliarden Stunden gezockt haben. Du hast auch bestimmt gut Level gemacht, ne? Das gibt ja jedes Mal fett Level. Ich bin fast 124, ja. Auch alle, die heute ganz spontan eingesprungen sind noch. Wir waren 25 Leute seit heute Morgen. Ja, okay, seit heute Mittag. Seit heute Abend haben wir das noch geschafft, dass wir konstant mit 50 Leuten das machen konnten. Danke für die Leute, die eingesprungen sind. Dickes L an die Leute, die nicht genug gegrindet haben. Sag ich, wie es ist. Das muss gesagt werden. Die Leute, die gesagt haben, die sind dabei und nichts gemacht haben. Das war fett. Ich habe viel zu wenig gemacht. Ich war aber auch echt so doll unterwegs wie gefühlt noch nie. Da sind ja echt, es waren ja gerade 44 von 50 Leuten online. Ich hoffe, es reicht. Aber wir haben jetzt mit so viele Leute nochmal Gas gegeben. Hätte ich das früher gewusst, hätte alle meine Mauern fertig gegrindet. Peak war 47. 47 von 50 Leute waren online, haben alle gleichzeitig geboostet, Alter. Ja. Jetzt will ich aber wissen, ob wir das noch heute erfahren. Was haben wir geschafft heute? Wer war der Krasseste? Kann man das irgendwo sehen, wie viel Pokal man hin und her gemacht hat? Oder es könnten 20.000 Euro für einen guten Zweck sein, ne? 30. Pappnase. 20 wären jetzt schon safe, weil wir sind die 1 in Deutschland. Und plus nochmal 10, wenn wir allgemein Erster sind. Sind 30.000 Onken. So, pass auf. Ich bin mit 900 Meisterhütten gestartet und habe jetzt 3.130. Ich bin mit 900 gestern gestartet oder vorgestern. Nee. Du hast 2.644. Alter, hast 600 mehr als du mit deinem Free-to-Play. Aber dann müsstest du doch auch deine Mauern gemaxt haben. Nein, die sind jetzt teurer. Ich grade ja ohne Prozente ab. Du hast heute in 24 Stunden 1736. Ich habe 1736 Bauhütten heute zerstört. Hä, aber dann müsstest du doch. Du hast mehr Bauhütten als auf deinem Free-to-Play-Account zerstört. Ich zerstöre 2100 Bauhütten, du hast 5900. Nee, das ist 3100. Ja, aber du hast sie geupgradet, als du 20% Prozente hast. Ich habe ja jetzt wenn du 20% 10. mehr hast, hättest du dann gemaxt? Das ist aber alles ultra billig, hä? Ich bezahle jetzt für eine Mauer 6,3 Millionen. Also wenn du 20% mehr Ressourcen hättest, hättest du dann alles gemaxt. Zerstöre Meisterhütten habe ich 2644. Sehr geil. Also, ob wir gewonnen haben oder nicht, erfahren wir wahrscheinlich morgen. Glaubst du dran? Wahrscheinlich morgen Mittag, dann wissen wir das. 30.000 Euro für einen guten Zweck wäre geil. Dann machen wir eine fette Abstimmung zu welch. Wir können auch 3 verschiedene Charity-Organisationen machen. Weil du heute den ganzen Tag gestreamt hast, kannst du auch eine aussuchen. Aber ob wir gewonnen haben, erfahren wir dann noch. Ja, das wird spannend. Franzosen könnten uns noch überholt haben, wenn wir zu spät das gecheckt haben, dass man dieses Angriff canceln machen kann. Scheiße, ey. Ein bisschen Schiss, ey. Ich würde mich ärgern. Das wäre ärgerlich. Sind immer noch 20.000, aber wir waren eigentlich kranker. Wir waren kranker? Ja, Junge, hätten wir alle gewusst, so wie die Franzosen, dass man das machen kann. Junge, hä? Das ist echt verrückt, dass das einfach so geht. Ja, aber ich verpiss mich. Ich muss ins Bett, Junge. Ich habe einen ganzen Tag seit heute Morgen 7 Uhr war ich in COC. Musst du. Ja, dann geil, dass du noch da warst. Ey, vielen Dank, dass du so Gas gegeben hast mit dem Stream und so, ja, ne? Ja, ey, so. Schönen Abend noch, mach's gut und tschö. Tschö.